Mein Name ist Robert Danisch und ich zeige euch jetzt, wie meine Quarantäne aussieht. Ich habe mich dafür entschieden, so verrückt es klingt, mein Auto neu zu lackieren. Ich habe davor sogar schon angefangen, vor der ganzen Epidemie, schon abgeschliffen, schon lackiert, alles Mögliche. Natürlich klingt es doof, wenn man einen Wagen komplett halt eben mit Dosen vom Center Shop lackiert, aber so habe ich es gemacht, so hat es funktioniert. Und Center Shop hat, soweit ich weiß, weil sie auch Lebensmittel verkaufen, weiterhin offen. Also ich bin da einfach so am Polieren, denk mir nichts dabei, bin vorsichtig an den ganzen Kanten, an den ganzen Flächen. Ja, da bin ich irgendwie plötzlich auf eine Stelle geraten, wo der Lack ein bisschen dünn war. Überall habe ich darauf geachtet, 2-3 Schichten Minimum drauf zu haben, auf dem Dach eben nicht. Das war ein Fehler. Und plötzlich war ich beim Polieren durch und hat den blauen Lack gesehen darunter. Und ja. Wir sind in eine Situation gekommen, wo es jetzt ein bisschen peinlich ist. Nämlich an einigen Stellen war der Lack zu dünn und da ist die Poliermaschine durchgebrannt. Genau davor hatte ich Schiss gehabt und genau das ist wiederum passiert. Murphy's Law halt, ne? Und deswegen muss ich das Dach nochmal komplett neu lackieren. Neu alles abschleifen, neu alles grundieren und neu alles lackieren. Und nun ja, beim Schleifen entsteht leider etwas Lärm. Nett ausgedrückt. Jetzt mal ganz unter uns. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich langsam dafür. Hört sich an wie Fliegerangriff im Zweiten Weltkrieg. Ja, ich bin gleich fertig. Aber es ist wieder ein Angriff. Quasi auf eure Ohren. Ich glaube, so langsam, wenn mich die Epidemie nicht umbringt, tun es die Nachbarn. ja, hätte ich den ganzen Paintjob beim Lackierer machen lassen, dann wäre ich schon locker ca. 3000 Euro los. Aber pro Dose habe ich nur 2 Euro bezahlt und habe insgesamt 26 Euro jetzt verblasen für eine ganze Lackierung, für den ganzen Wagen. Also das ist nicht schlecht. Und da ich jetzt ein paar Macken habe, die ich ausbessern muss, tut es mir nicht so weh, als wenn ich jetzt 3000 Euro irgendwo anders bezahlt hätte und der das jetzt nochmal machen müsste. Von daher, es ist alles gut so. So wie es ist. Ja. Also im Großen und Ganzen, so sieht mein Alltag aus. Man unterhält sich, man hat ständig was zu tun. Mir ist nicht langweilig. Kontakte habe ich halt eben per Skype, Teams, alles Mögliche. Und ja, das kriegen wir schon alles hin. Der Virus wird vorbeigehen, wir werden uns wiedersehen, alles gut. Ich bin optimistisch. Na dann, einen schönen Tag noch. Ciao.